Hallo, ich grüße euch. Aus aktuellem Anlass möchte ich gerne mal eine Sondersendung machen zu den US-Wahlen, weil doch viele einen kindischen Durchblick haben, wie das in den USA läuft und was jetzt mit dem Biden und dem Trump los ist. Also, ihr wisst ja eins, dass Trump ursprünglich vom Militär ausgesucht worden ist, um gewisse Missstände, da ist im Militär, da ist in der Wirtschaft, da ist auch in der Politik, zu beheben. Wir haben eine Gefahr, würdest du Präsident machen, wir würden das unterstützen. Und in der Zwischenzeit sind immer mehr Militärs dazugekommen, die ihm also den Rücken stärken. Jetzt noch die Polizei, nachdem die Linken versucht haben, dort die Polizei denen das Geld zu entziehen, sodass sie ihre Service-Hotlines, sowas wie bei uns hier die 112 oder 115, die haben die also dort eine 911-Notrufnummer. Und das ist im Prinzip privat organisiert und die Polizei kriegt dann regelmäßig Geld dafür, damit sie ihre Dienste machen kann. So, und die Black Lives Matter wollen eben Chaos verursachen und haben deswegen gesagt, die Polizei müsste weniger Geld kriegen oder gar kein Geld mehr kriegen oder die müssten es als Spaß an der Freude machen. Das wird natürlich nicht funktionieren. Man will, dass die, sagen wir mal, schwer kontrollierbaren Gegenden der USA durch kriminelle linke Banden übernommen werden. Das ist das, was dahinter steckt. Der Floyd selber war auch kein Held, sondern das war ein Verbrecher, der meiner Ansicht nach auch nicht umgekommen ist, weil das ist ähnlich wieder wie bei Christchurch, dass die Toten dann plötzlich andere Socken anhaben oder andere Kleidung anhaben, nachdem die Kamera umschwenkt, obwohl die da eigentlich schon tot waren. Und genauso ist es auch hier wieder. Hier ist wieder was gestrickt worden, es sind Krisenschauspieler vor Ort gewesen und so weiter. Ihr braucht euch das bloß einmal angucken, es gibt umfangreiche Dokumentation, aber ihr müsst euch das selbst organisieren. So, und es wurde auch schon voriges Jahr oder vor 2 Jahren bekannt gegeben, dass es eben bei der entscheidenden Schlacht einen sogenannten Medien-Blackout gibt. Damit ist nicht unbedingt zu verstehen, dass da der Bildschirm schwarz wird, sondern dass alle Medien, kann ich sagen, fast alle Medien der Welt, plötzlich eine einzige Lüge verbreiten. Ja, und das ist jetzt passiert, das ist überhaupt noch nie in der Form passiert, aber dieses Mal ist es sehr krass gelaufen, muss ich mal sagen. So, und der einzige Sender, der momentan die Wahrheit berichtet, das ist Newsmax TV. Und den kann man in Europa nicht so einfach empfangen, weil der Sender sozusagen seine Inhalte nicht verbreitet, wenn man aus Europa kommt. Aber wer das umgehen will, der kann das umgehen. Es geht zum Beispiel, indem man die Newsmax-App auf Android-Handys installiert. Dort kann man die Sendung verfolgen. Und man kann auch über, Moment, ich guck mal, wie das heißt, DistroTV, das sehen, aber dort ist es erforderlich, dass man sich Opera installiert, dann in Opera links in der Adresszeile, also links vom Schloss, den VPN anschaltet, dort angibt, dass man aus Amerika kommt und dann kann man es auch sehen. Das ist so ein, die haben eben dort ihr Verbreitungsgebiet und die Werbung ist eben nur für dort bezahlt, aber was interessiert mich denn die Werbung? Ich will einfach wissen, was die Wahrheit ist. So, und ich habe mir das heute angetan. Ich bin eigentlich fast nur noch an dem Thema Wahl dran. Ich habe natürlich zwischendurch auch noch Schriftsätze für Leute zu schreiben, die vom System böse gefällt worden sind. Man muss heute sagen, dass das Merkel-Regime schlimmer und krimineller ist als das Dritte Reich. Was anderes kann man nicht sagen. Die Richter fälschen Protokolle. Es werden Bußgeldbescheide erlassen für völlig irrelevante und gesetzwidrige Aktionen. Jetzt tut die Bundesregierung mit 20 Leuten ein Gesetz beschließen, obwohl die Geschäftsordnung vom Bundestag sagt, dass mindestens die Hälfte anwesend sein soll. Ich verstehe nicht, warum die AfD da einen Hammelsprung machen lässt oder ob es überhaupt anwesend war oder ob es eine geheime Abstimmung war. Das weiß ja keiner mehr. Die öffentliche Ordnung und Sicherheit ist in der Bundesrepublik komplett verloren gegangen. Und das Schlimme dabei ist, dass eben die Trump-Administration, die also hier noch die Botschaft betreibt und die Militärstaatsanwaltschaft in Stuttgart, sagt, dass sie ein freundschaftliches Verhältnis mit diesem kriminellen Regime pflegen. So, ich weiß nicht, ob Trump das selber weiß, aber das ist die offizielle Mitteilung, die wir auch von der Militärstaatsanwaltschaft haben. Die Angestellten, die dort arbeiten, möchten gerne sich mit dem kriminellen Merkel-Regime arrangieren.
weil sie da Chancen für ihren Arbeitsplatz sehen. So. Und dass das auf Dauer nicht gehen kann, weil der Besatzer hat halt hier in dem Land nicht nur Rechte, sondern der hat auch Pflichten. Und die Pflicht besteht darin, dass er das Recht umsetzt, was in der Haager Landkriegsordnung Artikel 43 klar beschrieben ist, das Landrecht ist zu vollziehen. Der Staat ist seit 28.10.1918, das ist kein Versprecher, handlungsunfähig, und zwar durch einen Putsch der Weimarer Republik. Dann kam der Nationalsozialismus, der hat ja nochmal einen Krieg verursacht, der unnötig war, weil die Besatzer sich untereinander noch einmal bekriegt haben. Ja, und dann kamen die sogenannten Befreier und haben 10 Jahre lang vergewaltigt, gemordet und geplündert. Und im Sommer 1955 haben sie dann das Kriegsende erklärt. Und einige Hochrechnungen ergeben, dass die Opfer nach dem Krieg etwa in der Größenordnung sind, wie die, die durch Kampfhandlung umgekommen sind. Und der ganze Rest ist durch Hunger umgekommen. Ja, das ist der Punkt. Und da kann man nicht wirklich von einer Befreiung sprechen. Und das Einzige, was den Militärs unter Obamas Zeiten eingefallen ist, ist eine bloße lapidare Entschuldigung, wie als hätte man einen Keks fallen lassen. So, und dass das nicht gut geht und dass das die deutsch-amerikanischen Beziehungen belastet, das kann man sich jeder vorstellen. So, nun müssen wir aber sagen, wir können uns nicht ewig mit den Amis querlegen und ständig neue Reparationsforderungen aufmachen. Wir werden das Ersatz kriegen, aber es muss eine Art und Weise geben, sodass der Gebende nicht untergeht und der Nehmende nicht in uferlosen Reichtum die auch schwer erarbeitenden Gelder einfach verpasst. Sondern es muss ein bisschen nivelliert werden und Deutschland wird die Rolle zufallen, das nach dem großen Wirtschaftschaos und nach der Hyperinflation die Welt neu zu ordnen, weil das der einzige Staat ist, der keine Schulden hat. Wir reden jetzt nicht von Schulden der Bundesrepublik, sondern von Staatsschulden. Staatsschulden haben wir keine, wir haben sogar reichlich Guthaben, weil wir haben die Steuerforderungen von 1918 bis heute abzüglich der notwendigen Verwaltungskosten, das sind 150.000 Beamte, auf das Gebiet vom 27.10.1918 aufgeteilt, also das ist vernachlässigbar, und zusätzlich die Besatzungskosten. So, die können aber maximal bis Sommer 55 legal sein, denn dass die dann länger hier geblieben sind, ist ja nur eine freundschaftliche Abmachung und das wurde dazu genutzt, um, sagen wir mal, Deutschland weitgehend auszuplündern. So, und die Besatzung besteht noch, weil die volle Kontrolle über die Hauptstadt noch nicht wiederhergestellt ist. Und das ist ununterbrochen seit 1918 bis heute der Fall. Es gibt zwar einen Zweiten Weltkrieg, aber der spielt für die Besatzung des Staates keine Rolle. Das ist die Situation, die wir haben. Wir hätten allen Grund, Hass auf die Amerikaner zu pflegen, weil sie sich hier nur mordend, vergewaltigend, plündern und was auch immer verhalten haben. Haben uns ihre amerikanische Weltsicht reingedrückt, die Russen haben ihre russische Weltsicht hier reingedrückt und die deutsche Nationalität, da muss man sich schämen, wenn man die Medien glauben will. Aber so kann es doch nicht sein. Ich will jetzt nicht Schiller und Goethe zitieren, die sind mir genauso suspekt wie alle anderen, die hier irgendwas beitragen wollen zum Kulturgut, sondern ich sehe auf die mehr als 7000 Jahre alte Geschichte, die mit dem Völkern, die hier in Europa gelebt haben, verbunden sind. Und die sind mindestens so alt wie im Zweisturmland. Weil zu dieser Zeit gab es eine Völkerwanderung hier hoch. Und das ist diese alte Kultur. Die will man zerstören. Aber dort liegt der Segen drauf. So, also, wir müssen uns also Gedanken machen, wie wir mit dieser Nachkriegssituation umgehen. Und das ist einmal, dass die Beziehungen zu Russland normalisiert werden müssen und des Weiteren müssen die Beziehungen zu den USA normalisiert werden. Jetzt ist es so, dass Putin die Möglichkeit gehabt hätte, zumindest in Mitteldeutschland und in Ostgebieten für Ordnung zu sorgen. Auch das hat er nicht gemacht. Er hat sich erstmal weitgehend um sein Land gekümmert und hat zwar ab und zu mal ein paar Spitzen gegeben, aber er hätte die Möglichkeit gehabt, in der Ex-DDR und östlich davon Ordnung zu schaffen. Das hat er nicht gemacht. Das muss man ihm ganz klar zur Last legen. So, dann gibt es von ihm auch Bilder, wo er in einem Kostüm der Freimaurer abgelichtet ist. Nun wissen wir nicht, ob das ein Deepfake ist, also ein Foto, was in der Realität nicht existiert, oder ob er sich von dieser ganzen kriminellen Elite losgesagt hat, weil er ja eben Haufen Vermögen verloren hat. Da gab es da so ein Problem mit dem Gazprom
wo sie ihm Haufen Aktienanteile gestorben und da ist er einem aufgewacht und hat eben dann versucht, das Land erstmal voranzubringen. Aber da er jetzt auch der Meinung ist, dass der Versailler Vertrag legal zustande kam, der kann nicht legal zustande gekommen sein, weil Staatsverträge müssen vom Kaiser unterschrieben sein. Der Versailler Vertrag ist nicht vom Kaiser unterschrieben, also ist er nicht vorhanden. So, dass die Weimarer Republik was unterschrieben hat, ist ungefähr so wesentlich, als wenn es der Pförtner gemacht hätte. Das ist also völlig daneben. Und man sieht das auch, dass die Bundesrepublik das auch so sieht, weil, sonst habe ich erklärt schon mal in früheren Videos, das Ausfertigungsdatum vom Staatsangehörigkeitsgesetz ein aktuelles wäre oder zumindest nach am 5.2.34 oder später. Und wir wissen, dass eben im Nationalsozialismus die Staatsangehörigkeit in die deutsche Staatsangehörigkeit umgewandelt ist. Zunächst hat man die Bundesstaatenangehörigkeit und danach die deutsche. Und die deutsche ist die falsche. Ja, es ist also wie so ein trojanisches Pferd. Und wer also gelben Schein und die deutsche Staatsangehörigkeit vom Hitler annimmt, freiwillig, also ohne dass er bösartig gelingt worden ist, also das wusste und dann auch wirklich beantragt hat, der verliert die Bundesstaatenangehörigkeit. Und im Falle einer Krisen- oder Kriegssituation kann er also ausgeschafft werden. Das ist also die große Gefahr, wenn wir diskutieren. So, das ist die Situation, die wir haben. Die Amis wissen das, die Russen wissen das, die wissen, dass die Wahlen schon von Anfang an nicht funktionieren. Weil die erste Wahl ist noch mitten im Kriegszustand, wir erinnern uns. Sommer 1955 war Kriegsende, davor kann keine staatliche Wahl stattgefunden haben. Und man hat vor der ersten Bundestagswahl in die Wahlgesetzgebung reingeändert, ohne sie vom Bundestag beschließen zu lassen. Das geht nicht. Also es muss immer eine neue Regelung mit den Regeln des Alten zugunsten der Neuen entschieden werden. Der erste Fehler, der da passiert ist, war am 28.10., als die versucht haben, die Verfassung in der Weise zu verändern, dass sie den Kaiser machten. Und der Kaiser hat das natürlich nicht ausgefertigt. Und damit ist es nicht vorhanden, weil es müsste der Kaiser zugunsten der neuen Regeln ausgefertigt werden. Und nochmal, diese gleiche Geschichte ist eben auch bei der Gründung der Bundesrepublik passiert, dass erstmal nach den alten Regeln hätte gewählt werden müssen, also nach den Regeln vom 27.10.1918. Und dann kann die Bundeskammer oder die Volkskammer der DDR etwas beschließen, um davon abzuweichen. So, aber das hätte die Generation dort machen müssen. Es ist aber grundsätzlich gut, dass es nicht passiert ist, weil wir so die Reparationsansprüche von 1918 bis heute weiterhin haben. Außer die Verrückten, die sich als Reichskanzler oder als wir gründen jetzt mal einen neuen Staat bezeichnen wollen, die sind darauf aus, uns um die Reparation zweier Weltkriege zu betrügen. Das dürft ihr nicht vergessen. Wenn wir nicht eine siegerechte Verweserwahl machen und die Grenzen in den alten Grenzen wiederherstellen, gehen wir auch der Reparation von zwei Weltkriege und den Plünderungen nach den Kriegen verlustig. So, wir können keinen neuen Staat machen, es ist auch völkerrechtlich nicht möglich. Es muss erstmal der Alte wiederhergestellt werden. In dem Alten muss erstmal das Recht wiederhergestellt werden. Das heißt, die schlimmen Finger bestraft und enteignet und die geschädigt worden sind von dem System, müssten also die zu viel gezahlten Steuern also erstmal zurückkriegen. Also das heißt, es wird dann, ja, wie sagt man so, wie Dispo-Kredit geben für alle, die von den 100 Jahre Sozialismus geschädigt worden sind. So wird es laufen. Ja, und diese Dispo-Geschichte wird also darauf hinauslaufen, dass die anderen Länder ihre Schulden über den Target und was sie hier angerichtet haben, eben dann abzahlen. So, da kann der Deutsche mal einen Gang zurückschalten, aber noch ist es nicht so weit. Wichtig ist, das kann nur funktionieren, wenn die großen Weltmächte sich der Gefahr bewusst werden, wenn dieses Wirtschaftssystem eben durch die Corona-Krise kollabiert. So, und ihr wisst doch, müsst ihr mal ein bisschen in Zusammenhängen denken. Das Corona ist ja nicht gemacht worden, weil das so eine hohe Sterblichkeitsrate wäre, eine ganz furchtbare Pandemie. Und man hat damit was ganz anderes bezweckt. Und das ist nämlich das, was jetzt in den Wahlen der USA sehr deutlich wurde. In den USA ist die Schwemme von Mail-in-Ballots damit begründet worden, dass es eine Corona-Krise gibt. Und deswegen haben die massenhaft mit, ja, ich sag mal, wie Briefumschläge gewählt, die du dann eben in solche speziellen Briefkästen einwirfst, damit die Stimme gezählt wird. Und das ist in so massiver Weise ausgebaut worden,
dass es, sagen wir mal, ein gutes Drittel der Stimmen ausmacht. Weniger mehr in manchen Gegenden. So, was ist jetzt das Problem damit? Also, die Gesetzgebung zur Erstellung dieser Wahlumschläge, ich nenne es mal so, die ist in den einzelnen Bundesstaaten unterschiedlich, obwohl eigentlich für einen Senat im Bund, also das sind sozusagen die über dem Kongress stehenden Gremien, und für die Sitze im Parlament und letztlich auch der Präsident gewählt wird. Und es gibt noch eine Wahl von den Gouverneuren, das ist aber je nachdem, wie die Wahlzyklen sind. So, das heißt, solange die Änderung der Wahlgesetzgebung sich nur von einem US-Bundesstaat auswirkt, können wir ja da noch mitgehen. Ne? Also wenn zum Beispiel Philadelphia sagt, jeden der Hergelobenen geben wir die Citizenschaft, da muss auch nichts mitbringen und da braucht er keinen Ausweis, da muss nur sagen, ich will. Und dann lassen die dann dort wählen. Also so schlimm ist das dort. Während in anderen Staaten das ähnlich war, wie es bei uns zu Rustag-Zeiten war, also wo die Bundesrepublik noch das Rustag hatte. Da wurde dann schon genau hingeguckt, aber in den 70er Jahren ist das so aufgeweicht worden, sodass das also auch keine saubere Rechtsgrundlage ist, dass man dort Gesetze machen könnte. So, das heißt, wenn diese große Hyperinflation kommt und der große Hunger einsetzt und das Volk in der Bundesrepublik und östlich davon einen Volksaufstand machen, wird diese sozialistische Bande irgendwie Rache nehmen. Das ist also abzusehen. Und dann werden sie vor einem riesengroßen Scherbenhaufen stehen, haben einen riesen Leichenberge angerichtet, was auch immer. Und die entsprechende Seuchengefahr, ähnlich wie nach dem Krieg, wird dann noch einmal die Hälfte der Bevölkerung dezimieren. Und diese Hochrechnungen sind also von Militärs gemacht worden und auch von den Diegel. Und da gibt es eine Liste, die das so einschätzt. Und da landen wir mit der Bevölkerung so um die 38 bis 40 Millionen. Und der Rest wird Opfer dieser ganzen Hungersnöte, Krankheiten, Seuchen und so weiter. Und damit das nicht passiert, haben wir uns schon seit 2000, Sommer 2000 Gedanken gemacht, was wäre, wenn denn wohl mal ein Systemwechsel käme, welche logistischen, medizinischen, politischen Konstellationen gibt das, wo musste man eventuell überlegen, was könnte da passieren. Also diese sogenannten Planspiele. Und wir sind zu der Ansicht gelangt, es gibt bei der Option der gewaltsamen Lösung der Konflikte nur Nachteile. Und die einzige Möglichkeit, das ohne Hyperinflation und ohne großes Elend zu machen, ist eben die alten Rechte vom Kaiserreich wiederherstellen. Und dabei sind uns einige Unregelmäßigkeiten auch in der BRD-Wahlgesetzgebung aufgefallen. Das habe ich in anderen Videos, guckt einfach mal, Jonakost, gebt doch mal bei YouTube ein, Jonakost, Wahlbetrug, da kommen die ganzen Sachen, die wir rausgefunden haben. So, das will ich jetzt nicht thematisieren. Fakt ist eins, der Wahlbetrug, der in der Bundesrepublik gemacht hat, ist noch um einiges schlimmer wie das, was jetzt in den USA passiert. Und da das Thema jetzt erstmal ist, was in den USA ist und warum wir uns so engagieren, hängt einfach damit zusammen, dass wir uns an einen Tisch setzen müssen als deutsche Völker, als russische und amerikanische Völker und überlegen, wie wir mit der Situation des Zweiten Weltkriegs besser umgehen, als dass sie 1955 beim Überleitungsvertrag oder 1990 gemacht haben. Das ist nämlich auch so eine Betrugshandlung. Und das muss so geregelt werden, dass die Wirtschaftsabläufe, die also den Wohlstand und die Versorgung der Bevölkerung betreffen, in einer sauberen und in einer fairen Art und Weise geregelt werden. Und das ist bis jetzt auch nicht passiert. Und dazu muss der Staat wiederhergestellt werden. Und der Staat war eine Monarchie. Das war keine Demokratie. Und es gibt ja auch keine Volksmehrheit. Die Regierung Merkel beschließt einfach irgendwas, obwohl das völlig irre ist, das Volk in ein Leiden führt und alle müssen da mitmachen. Und wenn da Wissenschaftler auftreten und sagen, der ganze PCR-Test sagt überhaupt nicht aus, ob es ein Corona-Problem gibt oder nicht, das wird einem einfach gemacht, weil die Merkel, die eine halbe Doktorarbeit abgegeben ist, der Meinung ist, es ist richtig so. Ja. Und jeder, der Kritik geübt habt, dann hat sie weggefackelt. Na, die müsste genauso ihre Doktorarbeit abgeben wie die GfW. Na, ist egal. Ist nicht mein Problem. Fakt ist, man wird sie dafür zur Verantwortung ziehen und ich kann mir vorstellen, das geht nicht gewaltlos ab. Es ist einfach ein Fakt. Das Volk hat Wut aufgestaut von 100 Jahren und wenn sich die entlädt, wird was Furchtbares passieren. Das ist absehbar, das ist auch nicht zu vermeiden, das geht auch nicht mehr friedlich. Weil die Gegenseite eben die Bundesregierung nicht einlenken will und eigentlich jeden Tag schlimmer macht.
Aber irgendwann wird es dem Volk mal reichen und dann reicht ein relativ kleiner oder kaum wahrnehmbarer Anlass und dann geht ja alles hoch, emotional hoch. Ja? Und die Situation könnte in den USA genauso passieren. Also wir stehen im Prinzip alle vor dem gleichen Problem, haben eben nur eine unterschiedliche Ausgangsposition und eine Sichtweise auf die Dinge, die hier die letzten 100 Jahre gelaufen sind. So, und die Zerstörung der Republik war in den USA eben 1776, wenn es noch richtig weiß. Und auf dieses Datum wollen die Amerikaner früher oder später zurücksetzen, um einfach ein paar Ungerechtigkeiten und ein paar grundsätzliche Probleme mit den ihrer Rechteableitung zu korrigieren. Das wird früher oder später passieren. So, aber darum, das ist jetzt nicht das Thema, was jetzt ansteht. Jetzt ist das Thema, dass die Wirtschaft in den USA durch die Korruption und durch die Misswirtschaft und durch, sagen wir mal, ein unausgewogenes Sozialsystem närrisch rund läuft. Und Donald Trump hat eben auch mit seiner Familie ein kleines Wirtschaftswunder geschaffen, was dazu geführt hat, dass eben auch die Latinos und die Schwarzen in den USA eben einen höheren Lebensstandard erreicht haben und sozusagen jetzt mehr hinter Trump steht als hinter Biden. Und man hat gedacht, dass zu dieser Wahl, sagen wir mal, wenn die Medien den Biden richtig pushen, der Biden das gewinnt. Ja. Und man hat aber festgestellt, eben, dass durch die MAGA-Bewegung, also die hinter Trump stehen, eine ganz andere Situation entstanden ist. Und die Medien und die Eliten wollen eben diese Macht nicht hergeben, die sie jahrelang gehabt haben. Und seitdem Trump an der Macht ist, hat zumindest in den USA keinen neuen Krieg angefangen. Es wäre zwar fast so weit gekommen mit dem Iran, aber das liegt eben einfach nur an ein paar Generälen, die sich nicht integer zu ihrem Präsidenten verhalten haben. Und deswegen hat Trump das abgeblasen. So, trotzdem hat er unglaubliche Sachen erreicht und im Prinzip alle ja, Spötter überzeugt, kann man so sagen. Und kaum ist der Wahltag vorbei, fallen alle ihm in den Rücken. Ja, weil sie eben einer Medienlüge glauben, die vorne und hinten nicht zusammenpasst. Und das werden wir jetzt mal auseinanderdröseln. Punkt 1. Zunächst erstmal ist nur wahlberechtigt in den USA, wer die Anforderungen erfüllt, dass er Citizen ist, dass er sich in der unterschiedlichen Zeit, das ist von jedem Bundesland sehr unterschiedlich, dort wirklich auch aufhält, wenn er längere Zeit dort nicht da ist. Bei manchen sind es bloß 30 Tage, bei manchen ist es ein halbes Jahr, manche Jahr. Dann verfällt eben der Anspruch, dass man dort in dem Gebiet wählen darf. Ja, da muss man sich ordentlich legitimieren und dann gibt es so Wählerverzeichnisse, in die Einsicht genommen werden kann. Und dann ja, darf nur derjenige eben die Wahlbriefe dort beantragen, der auch berechtigt ist. Und das wird in den meisten republikanisch dominierten Bundesstaaten auch streng gehandhabt. Aber in denen, wo die Demokraten regieren, dort wollen sie nach Möglichkeit maximales Chaos verursachen. Und da gehört eben auch vor allen Dingen Philadelphia dazu. Ja, ja klar, ja. So. Und jetzt ist natürlich die spannende Geschichte. Wenn jetzt sagen wir mal, eine Administration in dem Bundesstaat ist, die es darauf anlegt, einen Präsidenten zu wählen, der dieses Chaos noch viel, viel schlimmer macht und der vor allen Dingen in Verbrechen mit der ukrainischen Burisma-Firma verwickelt ist und dort Staatsanwälte bestochen hat. Also die haben gemerkt, dass der Biden und sein Sohn dort kriminelle Geschäft gemacht haben. Da hängt auch Pelosis Sohn mit drin und Mitt Romney der Sohn. Die haben also illegale Geschäfte gemacht, die auch die Interessen der USA schwer schädigen und auch die Ukraine schädigen. So, und dann hat dort Staatsanwalt ermittelt und der Biden hat dann eingegriffen und hat dann eine Bestechungsaktion laufen lassen, damit die strafrechtliche Ermittlung eingestellt wird. Das haben die damals auch gemacht und dann gab es dort eine Wahl, einen Machtwechsel. Und der neue Machthaber will das natürlich korrigieren. So, und da ist dann Biden in die Zwickmühle gekommen und da der Sohn dann noch seinen Rechner verbummelt hatte, sind die ganzen Beweismittel der Staatsanwaltschaft und FBI zugeleitet worden. Das FBI hat derzeit nichts gemacht
Aber einige Sonderermittler haben also dort schon gegraben, geschachtet und Erschreckendes festgestellt. Und unter diesem Vorzeichen, selbst wenn er Präsident wäre, wird die Strafverfolgung spätestens im Dezember kommen. Früher oder später, sei es dann vielleicht Anfang Januar. Aber die Demokraten werden nicht zulassen, dass es darüber hinaus verschleppt wird. Weil die Sache schon 2018 bekannt war und 2019 die Beweise, 2019, die Beweise sich so erhärtet hatten, dass man hätte einfach sofort eingreifen müssen. Das ist aber nicht passiert. Das hätte natürlich dazu geführt, dass es dann keinen Gegenkandidaten gegeben hat. So, aber Trump hat die ganze Situation geahnt und hat also vorgesehen und hat eine neue, ich sag mal, Behörde geschaffen, die nennt sich CISA, also CISA, die sich eben mit der Absicherung von Wahlen beschäftigt. Und in diese Geschichte reingeraten sind Programmierer, die bei Google angestellt waren, und die Pelosi und die Diana Feinstein, die im US-Senat, glaube ich, ist oder irgendwie Richterin ist. So. Und denen gehört die Firma und Programmierer von der CIA haben sozusagen die Firmware in den Wahlautomaten gefälscht, sodass die von ferne einmal andere Zahlen eintragen können und ohne ferne Einwirkung eben gewisse Anteile der Stimmen, die für Trump abgegeben sind, den Biden zurechnen. So. Und man hat da ausgemittelt, dass das bei 47 Bundesstaaten der Fall war und etwa 6.000 Stimmen betroffen hat. Ja, das ist erstmal die Geschichte, die mit den Wahlautomaten zu tun hat. Also der Wahlautomat nimmt also sozusagen den Wahlzettel und fotografiert das Ding, also scannt das ein, erkennt, wo das gewählt ist und rechnet das zu und leitet sowohl das Foto von dem Wahlzettel als auch die Wahlergebnisse an die Zentrale weiter. So, und soweit bekannt worden ist, hat dort Pelosi gesessen und hat also dort an den Stellen gedreht. Und interessant ist auch, dass ein Großteil dieser Softwareentwicklung zum Schaden von den Wahlmaschinen von der Clinton Foundation beauftragt und bezahlt worden ist. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Die Sozialisten und Linken stammen ja nun nicht gerade aus der hochgebildeten Gesellschaftsschicht, sondern die sind eher bildungsfern. Und die haben keinen Plan gehabt, dass wenn sie eine große Anzahl von diesen Ballots fälschen, also welche nachdrucken und in Größenordnung mit falschen Adressangaben eben in den Wahlvorgang einspülen, dass dann irgendwelche statistischen Mittelwerte, die über die letzten 50, 60 Jahre gesammelt worden sind, nicht passen. Und zwar in so einer krassen Sache, dass es auffallen musste. Das könnte man denken, es war vielleicht Absicht, vielleicht. Also stellt euch vor, die Kurve steigt so an und plötzlich gibt es von unten einen senkrechten Stich nach oben und dann geht die Kurve nochmal weiter. Das ist eine statistische Unmöglichkeit. Weil es kann ja einfach ein Posten Briefwahlunterlagen kommen, die ja noch zu sind in dem Sinne, und dann können nur Stimmen für Biden drin sein und null für Trump. Vor allen Dingen, wenn es eine gewisse Größenordnung ist. Wenn wir hier von 140.000 solchen Umschlägen reden, dann müssen auch ein paar andere dabei sein. Es muss sogar sehr eng bei den anderen liegen. Das heißt, wenn man sagt, dass doppelt so viele Biden-Stimmen in dem Haufen sind wie die von Trump, kann es nicht sein, dass einige tausend verbieten dabei sind, keine von Trump. Das ist eine rechtliche Unmöglichkeit. So, und jetzt kommt noch hinzu, dass die Stimmen nach der gesetzlichen Regelung, wie es eben für politische Ämter auf Bundesebene erforderlich ist, eben dieser Stichtag. Also in den USA schließen die Wahlbüros wohl 20 Uhr und was danach eingeht, kann nicht mehr berücksichtigt werden. So, und jetzt haben die ausgezählt. Und die Wahlsoftware hat sozusagen heimlich ausgerechnet, wie viel noch falsche Stimmen eingemischt werden müssen, wenn ein gewisser politischer Trend da ist. So, die hatten reichlich Reserve da, aber die haben nicht damit gerechnet, dass der Trump bei all dem Bashing, den sie über die Medien betrieben haben, und die Wahlvorhersagen, die waren ja auch super, ne? Aber sie waren eben falsch. Also die haben sich im Prinzip selber veralbert. Die haben
doppelt so viel Zustimmung von den Bieten in den Medien propagiert und waren dann auch der Ansicht, dass sich das so zeigt in Wahlen. Es kam aber nicht. Es kam immer mehr Trump-Stimmen rein und irgendwann wurde es dann den Demokraten nimmel Angst. Und dann haben die halt zugesehen, dass sie noch zusätzliche Ballots organisieren. Und das haben die eben da gemacht, indem die die Zählung angehalten haben und haben dann in der Nacht mit dem LKW die palettenweise reingefahren. So. Und da ist es dann aufgefallen, weil erstens mal das Programm zur Sicherung der Wahlintegrität ja lief und die haben dort in die Leute, die dort auszählen, verdeckte Ermittler eingeschleust und die haben natürlich schon alles verwanzt und fotografiert, sodass also sowohl Tonaufnahmen als auch Videoaufnahmen von den ganzen Fälschungen vorhanden sind. Und Trump hat einfach nichts anderes gemacht, er hat für sich gezählt, wie viel er Stimmen erreicht hat und wie viel maximal vom Bieten korrekte dabei sein können. Weil in den Ballots nämlich noch ein paar Geheimnisse stecken. Da sind nämlich ein paar nicht sichtbare Wasserzeichen drin, da sind künstliche Isotope drin, die in der Natur hervorkommen, die zwar nicht radioaktiv sind, oder bestenfalls ganz schwache Ultrastrahler, aber die nicht in der Natur, definitiv nicht in der Natur vorkommen. Das kann man heutzutage bauen und nennt man künstliche DNA. Man kann also da Strukturen erzeugen und das kann man mit normalen Mitteln auf dem Kopierer und in irgendeiner Druckerei einfach nicht herstellen. So. Und dann werden die Dinger, müsst ihr euch so vorstellen, also werden auch wie sagt man, fluoreszierende Substanzen in dem Papier eingebracht und bei der Papierherstellung sozusagen vermischt. Also die sind in einer zufälligen Folge auf dieser Seite zu sehen. Die werden mit UV- und Infrarotlicht abwechselnd fotografiert und dieses Muster wird mit dem Algorithmus in eine Zahlenkolonne umgerechnet. Also wenn so ein grüner Punkt an der Stelle und ein blauer Punkt an der Stelle ist, also durch die Substanzen leuchtet das so, wie bei Silvester die Raketen. So, und das hat eine Position, eine Leuchtfarbe und eben so, und das gibt eine Zahlenkolonne und die ist für diese eine Papier eindeutig. So. Und diese lange Zahlenkolonne enthält zwar keine personenbezogenen Daten, aber eine völlig eindeutige sogenannte Hash-Summe, die beschreibt, ja, es ist dieser Zettel. Wenn ich diesen Zettel kopiere, dann passiert das sogar, dass selbst beim zweimaligen Kopieren die Hash-Summe dann nicht mehr unbedingt gleich ist. Sogar vielleicht abweicht, wenn man es ja genau nimmt. Man könnte zum Beispiel sagen, man tut jetzt 8 Pixel zusammenfassen, ermittelt dort den Farbwert und die Helligkeitswerte. Oder man macht es eben feiner. Wenn man feiner macht, kommt man dann zu der Sache, dass der Zettel beim zweimaligen Einscannen eine unterschiedliche Hash-Summe liefert. So. Und das hat man sozusagen für alle Wahlunterlagen erfasst. Und wenn die jetzt ausgefüllt werden, kann man im Nachhinein feststellen, ob das ein original zugesendeter Wahlbrief ist. Und das ist das, wo der Trump dann angefangen hat zu rechnen, so viele sind raus und so viele sind rein, das haben die gezählt, das sind die echten, das sind die falschen, jetzt kann ich sagen, ich habe das Ding gewonnen. Da hat sich alle Welt gewundert, wieso kann denn Trump das wissen? Na, der hat seit 2008 an der Sache geforscht, der hat Haufen Agenten dort eingespült, der wusste genau, was die dort von der Schweinerei mit der Software vorhaben, weil die ganze NSA hat den ganzen Datenverkehr mitgeschnitten. So einfach ist das gelaufen. Und wenn man weiß, wie eng die Homeland Security und die NSA vernetzt ist, gibt es einfach keine Zufälle mehr. Da kann er dann ab einer bestimmten Stelle einfach mal die Anfrage machen. Und dann hätten die Demokraten allerspätestens die Notbremse ziehen müssen. Ja, jetzt standen aber draußen vor dem Wahlbüro die Leute, count all votes, und die rammeln an die Türen. Und dann wird es dadurch dann innen dann Himmelangst. Und dann haben die gesagt, dann müssen wir einfach nochmal Gas geben. Und dann ist nämlich das nächste passiert. Da muss ich jetzt überlegen, es kann niemals mehr Stimmen geben, als es Wahlberechtigte gibt. Das ist einfach eine ungültige Wahl. Die ist verdeult, da gibt es nichts zu diskutieren. Egal wer da kandidiert hat und wie groß er Zustimmung hat, das Ding ist dann nichtig. Ebenso nichtig ist, wenn mehr Ballots zurückkommen, als ausgegeben worden sind. Und das ist bei einigen Bundesstaaten natürlich auch der Fall gewesen. So, und nachdem der Trump das überall beobachtet hat und es immer nur in den Bieten getroffen hat, konnte der doch ganz einfach sagen: Ich habe die Wahlmänner, ich habe die Wahlmänner. Für mich reicht es jetzt, ich kann aufhören. Ich muss gar nicht mehr wissen, wie der Rest ausgeht. Ja,
Und jetzt ist natürlich der, jetzt sind die, natürlich mit durch die gefälschte Software an den Wahlautomaten rechtzeitig informiert gewesen, oh, jetzt haben wir irgendwie was zu viel, wir haben über den Fehler, den wir korrigieren wollen, noch überkompensiert. Ja, und jetzt lässt sich das natürlich nicht mehr vermeiden. Jetzt ist eine Riesenkatastrophe. Ja, und jetzt haben die Medien gesagt, jetzt tun wir einfach mal so, als hätte der Biden die Wahl gewonnen, weil nach den vielen Stimmen, die dort eingegangen sind, obwohl die astronomisch sind und vorne und hinten nicht stimmt, das erklären wir dann zum Präsidenten und jetzt machen alle mit. Und da hat natürlich Newsmax gesagt, da machen wir gerade nicht mit. Wir berichten jetzt alles, was die ganzen Whistleblower uns erzählen. So, und wenn du da 2 Stunden zuhörst, hast du eigentlich einen guten Überblick über das, was passiert. Vor uns war der Rudy Giuliani da, wer ist jetzt gerade dran? Ah, Whistleblower. Ja, und wenn er das einfach mal laufen lässt, dann wisst ihr eigentlich genau, was hier los ist und dass es einfach schon Schachmatt ist und da bieten nie amerikanischer Präsident wird. So, und da wissen wir also, dass der Bundesnachrichtendienst absolute Pfeifen sind, weil die Situation, wenn ich das weiß, müssten die es auch wissen. Ansonsten sind das totale Versorger. Und die hätten da Merkel sagen müssen, halt ich mal lieber zurück, hier brennt was in den USA. Aber haben sie nicht gemacht. Macron hat gratuliert und die Merkel und alle und ARD und ZDF haben Vollgas gegeben und du konntest NTV nicht mehr angucken, weil die Lügerei hältst im Kopf gar nicht aus. Du kannst nur einen Ton wegdrehen und gucken, ob sich unten in der Zollen, in der Tickerleiste irgendwas tut. Aber dieses ganze Lügengebilde ist den Leuten, also den Amerikaner erst einmal richtig aufgegangen. Was ist denn hier los? Und stell dir mal vor, am Montag oder vielleicht auch schon morgen Abend, Zeitverschiebung, ne, 6 Stunden, kommt es raus, der Rudy Giuliani hat den einen von der US-Post interviewt, der gesehen hat, dass oder beauftragt worden ist, die Wahlstimmen zu fälschen. Also 3 von den Demokraten und 2 von den Republikanern haben sich hingesetzt und haben fehlerhafte Wählerstimmen korrigiert. Also sind dann mal kreativ gewesen. Die hätten die Fehlerhaften zu den Ungültigen tun oder zu den Diskutierfähigen. Ja. Und da ja dort auch beide Parteien dabei sind, außer welche, die bestochen worden sind oder eingeschleust worden sind, hätte man es ja klären können. Ja. Ungültig wird einem dann absortiert. Ist nicht schlimm, aber wenn man natürlich die Dinger fälscht, dann wird das natürlich Schrotz. Ja. Und wenn ein Sitz davon betroffen ist oder so knapp ausgeht, dass es 0,25% auseinander liegt, dann greift die gesetzliche Vorgabe, dass genau in dem Bezirk ausgezählt worden ist. Und du kannst die 2, wenn schon 2 Säcke, die gleich voll sind, nebeneinander stehen, nicht noch oben drauf packen, damit du eine Differenz erzeugst, damit nicht noch gezählt werden muss. Denn du musst ja bedenken, die Rückläufer dürfen nicht überschritten werden, es dürfen die Anzahl der Stimmen nicht überschritten werden, weil man hat nur gewisse Anzahl Wahlberechtigte. Und wenn Leute mit 10 Identitäten gefakte Wahlzettel dort abgeben, hast du dann ein Problem mit der Statistik. Das springt dann aus dem Mittelwert raus und erzeugt so Situationen, dass man zum Beispiel 25 war, eine Münze werfen müsste, die jedes Mal auf Kopf landet. Das erlebst du nicht. Das ist so selten, dass das passiert. Es tritt einfach nicht ein. Das ist völlig unglaubwürdig. Und es muss gezählt werden, wenn jemand eine Wahlanfechtung macht. Nur das hat der Trump gemacht. Die Anwälte von Trump haben jetzt alle 10 strittigen US-Bundesstaaten einfach mal eine Wahlanfechtung eingeschenkt. Entschuldigung. So, und jetzt kommt dann natürlich der Schwindel raus. Weil diejenigen Leute, die das jetzt kontrollieren, die haben natürlich die richtigen Geräte. Und die können natürlich die Signaturen vergleichen. Dann kann man sich natürlich vorstellen, was jetzt passiert. Dadurch, dass er diesen Bieten jetzt so hoch gelobt haben, dann erstmal abgewartet, wenn es dann wegfackelt und wo eventuell das akzeptiert wird von beiden Parteien. Ne? Aber es soll ja auch in den roten Gebieten nochmal nachgezählt werden. Ja, da kann ihr euch vorstellen, also ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile munter, dass ich langsam wieder wäre, aber ich möchte es noch machen. So, also es wird auf jeden Fall festgestellt werden, dass bei den Bieten-Stimmen überall nachgedruckte Wahlumschläge aufgetaucht sind. Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Das kommt spätestens bei der 2. Auszählung raus. Und es wird immer schlimmer, je länger die Falsche einmischen. Ja, das haben die Demokraten einfach nicht gerissen, dass sie sich ja
um Kopf und Kragen reden, und das ist das Grab, das schon da war, noch immer tiefer schaufeln. Also es ist, man kann mit an Sicherheit kann der Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Trump Präsident wird. Einfach, weil Biden betrogen hat. So, und es ist ein einmaliger und ein die ganze Welt erschütternder Vorgang, der dann zum Vorschein kommt. Und wir sind ja noch nicht fertig, da kommt ja dann noch die Visa-Geschichte. Die soll ja auch noch veröffentlicht werden. Und es ist nur deswegen noch nicht bekannt, weil derjenige im FBI sich geweigert hatte, das auszufertigen und in der Öffentlichkeit zu geben. Und zwar ungeschwärzt. So, also könnt ihr euch vorstellen, dass uns sehr lustige Zeiten bevorstehen. Und ich also ziemlich viel Nachrichtenrüssel, damit ich euch das in kompakter Form so erklären kann, dass jeder versteht, was hier abläuft. Und wir können dann mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es nach der Wahl das Regime Merkel und das Regime Macron zerlegt, weil nämlich rausgekommen ist und auch durch die E-Mails bewiesen ist, dass der ganze Corona-Schwindel nur deswegen gemacht worden ist, um diese gefakte Wahl mit diesen Mail-in-Ballots zu machen. Da könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn die Bundesregierung eine zweite Welle künstlich erzeugt hatte. Wir wissen ja, die Todesrate ist nicht gestiegen. Die haben jeden Verkehrsunfall und jede Prügelei, die tödlich ausging, als Corona-Fall registriert. Und dann muss man ja davon ausgehen, dass manche ganze Sets, ungenutzte Sets zum Test eingeschickt haben, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Und da kam raus, dass die auch alle positiv waren. So, da könnt ihr euch vorstellen, dass du den Test dann auch in der Tonne klappen kannst. So, und wenn jetzt rauskommt, dass Bill Gates und der Fauci sich ein Virus gestrickt haben, um die Börse zu manipulieren, weil sie nämlich Wetten gegen Euroraum gemacht haben, dann ist das sogenannte Insider-Geschäft, das habe ich schon mal erklärt. Und dann, denke ich mal, wird deren Vermögen eingezogen, samt Clinton-Administration. So, und die politische Situation verschärft sich ja noch weiter. Wenn jetzt bei der zweiten Auszählerei rauskommt, dass die ganzen Briefwahlunterlagen alle in China nachgedruckt worden sind, dann fallen natürlich die ganzen demokratischen Kandidaten alle mit einem Schlag weg. Und die haben auch keine Chance, bei der nächsten Sache wiedergewählt zu werden, wenn der Bevölkerung breit bekannt wird, dass sie bei den Wahlbetrügereien mitgemacht haben. Oder zumindest davon gewusst haben. Dann sind die weg vom Fenster. Dann ist das ganze Land einheitlich republikanisch. Eine gute Voraussetzung, um ein Wirtschaftswunder hinzulegen. Das hat man ja in Deutschland ja auch gehabt, werden die auch erleben. Aber dazu ist es erforderlich, dass die ganzen Schweinereien aufgeklärt werden. Ja, und jetzt kommt natürlich noch eine Anekdote am Schluss, sozusagen die Sahnehäubchen. Jemand von der Clinton-Administration oder die das organisiert haben, also Dominion Vote Systems, die haben einen Teil von den Ballots in China drucken lassen. Das ist völlig illegal, weil entweder muss es in einem Bundesstaat gemacht werden, dann müssen die Sicherheitskriterien erfüllt sein, oder es wird von der Homeland Security, von der Spezialabteilung gedruckt, aber nicht im Ausland, definitiv nicht. Und die Chinesen haben das natürlich gewusst. Die wollten aber den Auftrag haben. Da wurde ja gut bezahlt. Was haben die gemacht? Die haben einfach mal 170.000 Stimmen eingemischt, vorausgefüllt natürlich, ne? Wo Chu, wie hieß sie gleich? Jenny Chu, ja, als berechtigter Empfänger dann steht. Man kann sich vorstellen, wenn 170.000 Jenny Chus in so einer mittleren Großstadt auftauchen, dass jedem Statistiker die Alarmglocken schellen. Und das war also der Hinweis des Druckers drauf, ich möchte an dieser Schweinerei nicht beteiligt werden, weil mein Auftrag bezahlt haben. Tja, also wisst ihr, dass wir jetzt die nächsten 14 Tage reichlich Spaß haben. Tja. Da ich aber noch ein bisschen schlafen will, machen wir das Video erstmal zu. Und dann gucken wir mal, was an morgen im Laufe des Tages noch an Neuigkeiten gibt. Ich habe euch erklärt, wie ihr zu Newsmax kommt. Guckt euch das an. Ich sage nochmal die Adresse distro.tv/live/newsmax-tv und dann könnt ihr dort gucken. Es geht auch mit der Android ab. Wenn ihr aber irgendein Gerät habt, wo die App nicht läuft, dann habt ihr eben nur die Chance, das über Opera und VPN zu gucken. So, dann wünsche ich euch eine angenehme Nacht und morgen bleibt es da, das werde ich nochmal nachlegen. Danke.